Ja, hallo Elektronikfreunde. Dieses Multimeter habe ich vor kurzem auf eBay ersteigert. Es ist ein uralt Multimeter von der Firma Meratronic vom Typ V560. Und was ich jetzt damit machen will, ich will das einmal auseinandernehmen. Und zwar hat der Verkäufer gesagt, das ist defekt. Ich will also mal gucken, was da defekt ist und dann gegebenenfalls natürlich auch reparieren. Das Multimeter hat eigentlich nur ein paar Messbereiche. Und zwar Spannung, Strom und Widerstandsmessbereiche, wobei Spannung und Ströme auch, also Gleich- und Wechselspannung gemessen werden können und Ströme. Die gehen auch nur, sage ich mal, bis 1 Ampere die Ströme, bis 1000 Volt geht es hier. Und der Widerstandsmessbereich geht bis 10 Megaohm, also hier unten steht Kiloohm, also 10.000 Kiloohm sind 10 Megaohm. Geht aber auch runter hier bis 100 Mikroampere. Und 100 Millivolt ist also gar nicht so schlecht. Ist aber wie gesagt sehr alt. Hat hier auch nur zwei Anschlüsse praktisch, um dort die Parameter zu messen. Auf der Rückseite sieht es so aus. Normaler Hauptschalter. Hier zwei Sicherungen. Ich weiß allerdings nicht, warum da zwei drin sind. Das kann ich jetzt nicht sagen. Und interessant ist hier auf der Rückseite noch Current Source 10 Milliampere. Da werde ich nachher mal eine Leuchtdiode anschließen und gucken, ob die leuchtet. Bei 10 mA sollte die leuchten. Ich weiß allerdings nicht, bis zu welcher Spannung hier die 10 mA funktionieren. Hier nochmal das Typenschild. Und hier sieht man, das ist wahrscheinlich aus dem Jahr 89, also noch vor der Wende. Ja, wird mit 20, mit 220 Volt oder 230 Volt heutzutage 50 Hertz betrieben, hat eine Leistungsaufnahme von 20 VA und wird. Oder wurde in Polen hergestellt. Ja, also ich werde das jetzt mal testen. Erstmal, was da überhaupt nicht geht. Das Gerät an sich hatte ich schon sauber gemacht. Das war so ein bisschen verdreckt. Hier vorne hat es auch eine Macke noch. Ist aber nicht weiter wild. Also ich schließe es jetzt mal an und schaue mal, was so die Anzeige sagt. Das Gerät habe ich jetzt hier eingeschaltet und parallel zu den Eingängen habe ich hier das andere Multimeter zum Testen angeschlossen und schließe jetzt hier praktisch mal ein Netzteil an. Derzeit ist es auf 10,9 Volt eingestellt. Das zeigt jetzt nichts an, weil es hier auf AC steht. Also das muss ich rausnehmen. Zeigt da immer noch nichts an. Achso, weil er hier noch den Bereich eingestellt werden muss. Auf den Bereich eingestellt werden muss. Und sie zeigt 10,89 Volt. Das haut ja eigentlich gut hin. Da ist ja jetzt erstmal kaum Unterschied zu sehen. Auch hier in dem 1000 Volt Bereich 10,9 und im 100 Volt Bereich 10,89 und in dem 10 Volt Bereich ist jetzt die Spannung zu groß. Ich drehe die mal ein bisschen runter, also unter 10. Jetzt, wenn ich das hier vergleiche, ist ja okay eigentlich. Da ist ja jetzt erstmal nichts offensichtlich kaputt. Ich werde nochmal runterdrehen und zwar, dass ich hier in den 1 Volt Messbereich komme, das heißt also unter 1 Volt. Sieht jetzt auch hier 0,7 ungefähr. Das klappt also eigentlich genau okay. Also es funktioniert erstmal so. Die Gleichspannungsmessung scheint zu funktionieren. Was ich jetzt mache, ist, ich werde mal ein Trafo nehmen oder einen Funktionsgenerator besser gesagt. Vielleicht besser einen Funktionsgenerator, Sinus einstellen, 50 Hertz und dann mal gucken, ob ich Wechselspannung damit messen kann. Ein Trafo habe ich jetzt hier doch angeschlossen, kein Funktionsgenerator. Man sieht jetzt hier 50 Hertz. Wenn ich jetzt hier umstelle auf den Spannungsbereich und hier auf AC, dann habe ich hier 28,45 Volt. Das andere Multimeter zeigt nichts an, weil ich hier auf AC natürlich drücken muss. Und da sieht man, da erscheint hier 27,8. Das haut ungefähr hin. Der Grund liegt wahrscheinlich daran, dass der hier nur reine sinusförmige Wechselspannung richtig misst, nehme ich mal an. Eventuell kann man hier auch noch was abgleichen, das weiß ich jetzt nicht genau, aber das wäre jetzt erstmal so die Ursache, warum es hier um 1 Volt oder ja, knappen Volt abweicht. Aber an sich funktioniert es, wie man hier sieht, und der nächste Test wäre mal eine Widerstandsmessung durchzuführen und danach will ich eine Strommessung durchführen. Für die Widerstandsmessung brauche ich jetzt das andere Multimeter nicht. Ich habe jetzt hier drei verschiedene Widerstände. Und zwar ist der erste hier, ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, ja, hier ein 56 Ohm.
Mal gucken, ob er es anzeigt. 56 Ohm ist also im 1 Kilo Ohm Bereich. Ah ja, ne? 1 Kilo Ohm ist jetzt der Bereich, 1 Kilo Ohm, also 0,055 Kilo Ohm sind also ungefähr 56 Ohm. Stimmt also. Der nächste Widerstand, den ich hier habe, hat 390 Kilo Ohm, ist also in dem Bereich müsste das sein, genau. 381 Kilo Ohm, kann durchaus sein, dass der so ist. Jetzt gehe ich davon aus, dass erstmal die Widerstandsmessung funktioniert. Wie gesagt, kann man eventuell noch intern abgleichen oder hier mit dem Zero abgleichen, wie auch immer. Und der nächste Widerstand, den ich habe, ist relativ hochohmig. Ist ein 5,6 Megaohm. Und das müsste dann also hier zu sehen sein. Dauert offenbar einen Moment. Geht also runter. Dürfte eigentlich jetzt langsam nicht mehr runtergehen. Man sieht auch, es wird langsamer. Ja, 5,63 Megaohm. Hier fehlt irgendwie der Punkt. Weiß nicht, ob der. Der müsste eigentlich hier sein, der Punkt. Also der fehlt irgendwie. Weiß ich nicht, ob das jetzt an dem Display liegt. Aber generell scheint erstmal auch die Widerstandsmessung hier zu funktionieren. Er zeigt jetzt also hier irgendwie 5,6 Megaohm an. Gut, jetzt letzte Sache noch, eine Strommessung mal durchführen. Ich habe jetzt hier ebenfalls das Netzgerät angeschlossen und habe die Strombegrenzung jetzt auf 0 gedreht im Moment. Und jetzt drehe ich einfach mal auf ein paar Milliampere. Mal gucken, ob der hier sich da was ist. Zeigt gar nichts an. Jetzt mal auf den 1 Ampere Bereich und stellen wir auch den Strom auf ein halbes Ampere. Nee. Also ich sehe hier auch an dem Netzgerät, es fließt kein Strom. Also die Anzeige stimmt insofern, es fließt nämlich kein Strom. Und jetzt ist die Frage, woran es liegt. Bei den meisten Messgeräten ist ja für die Strommessung noch eine Sicherung drin. Also ich werde das Gerät mal aufschrauben und gucken, ob da irgendwelche Sicherungen für den Strommessbereich sind und werde die dann gegebenenfalls tauschen und gucken, ob es dann geht. So, bevor man so ein Gerät aufmacht, natürlich immer ausschalten und den Netzstecker ziehen, abklemmen, sodass das Gerät wirklich keine Spannung mehr führt. Und ich habe gesehen, hier an der Seite sind Schrauben und ich nehme mal an, ich kann dann dieses Halbschalengehäuse sozusagen nach oben und auch unten wegziehen und komme dann in die Innereien des Geräts. Gerät ist aufgeschraubt, so sieht es aus, da ist eine schöne große Leiterplatte aufgeschraubt hier oben an den Abstandshaltern und denke mal, also jetzt kann man wahrscheinlich auch die untere Halbschale abmachen, ich drehe es hier nochmal um. Okay, damit ist praktisch das Gehäuse entfernt. Und jetzt ist die Frage, ob hier für den Strommessbereich irgendwelche Sicherungen zu finden sind. Also dadurch, dass das Gerät hier so rumsteht,
werde ich hier mal oben die Platine abschrauben. Muss ich dich hier lösen? Scheibe noch. Okay. So sieht's aus. Das Gerät von innen. Schauen, ob da irgendwelche Sicherungen sind. Ja, hier. Hier sind lauter Sicherungen. Ich zoome nochmal rein. Also hier sind drei Sicherungen drin. Und ich werde mal alle durchchecken und gucken, ob da irgendeine durch ist und die einfach tauschen. Hier sieht man auch, hier ist, sieht eigentlich aus eher wie Batteriesäure hier. Ist also hier irgendwie angeranzt. Und ich werde die alle mal checken, ob die in Ordnung sind und gegebenenfalls tauschen. Dazu nehme ich einfach einen Durchgangsprüfer. Hört man ja. Und wenn jetzt eine Sicherung nicht gehen sollte, ich muss das leider von der Seite machen, damit man das sieht. Bei der Sicherung tut sich leider nichts. Die scheint in Ordnung. Bei dieser scheint im Moment auch nichts zu sein, wobei natürlich die so durch den Dreck kann ich sie noch nicht genau sagen. Aber diese Sicherung dort, die werde ich erstmal rausnehmen und gucken, was das für eine ist. Ja, also die ist hier offenbar durch. Da sieht man mal das Label T 63 mA steht da drauf hier oben. Ich hoffe, dass man das ganz gut erkennen kann. Also 63 mA brauche ich eine Sicherung. Die ist durch. Ich kann ja jetzt nochmal einen Durchgangsprüfer nehmen und checken. Ja, also da passiert nichts. Durchgang ist hier. Hier ist kein Durchgang. Also diese 63 mA Sicherung kann ich schon mal tauschen. Diese andere hier, die hier drin ist, da steht was drauf. Da steht drauf T1,6, also Träger 1,6 Ampere. Ich muss die mal hier ein bisschen sauber machen, um zu sehen, dass ich da einen guten Kontakt habe. Die ist auch durch. Ich glaube, da sieht man es auch, oder? Vielleicht sind nur die Kontakte richtig verdreckt. Nee. Nee, also die ist auch durch. Also diese 1,6 Ampere und die 63 mA Sicherung hier sind jeweils durch. Diese andere scheint in Ordnung zu sein. Ich werde die jetzt also tauschen und schauen, ob die Strommessung dann auch funktioniert. Die Kontakte werde ich natürlich auch nochmal sauber machen hier, damit es einen guten Kontakt gibt zur Sicherung. Auf der Platine sind sogar die Angaben für die Sicherung aufgedruckt. Also hier sieht man Träge 63 mA für diese Sicherung und für diese andere hier, das sieht man hier auf der Seite, Träge 2 Ampere. Also die Sicherung ist keine 1,6 Ampere, sondern eine 2 Ampere, die sollte da rein und die andere ist dann Träge 32 mA. Ja, ich werde also eine 2 Ampere und eine 63 mA hier einsetzen und schauen, ob dann danach die Strommessung geht. Die beiden Sicherungen habe ich getauscht. Man kann es hier noch mal hören. Das ist okay. Und hier ist auch okay. Ich hatte leider keine 63 mA. Ich habe hier eine 50 mA eingesetzt. Und hier habe ich aber eine 2 Ampere drin. Also so sollte es eigentlich dann klappen. Ob das jetzt den Fehler der Strommessung behebt, weiß ich nicht. Ich werde aber trotzdem erstmal den Versuch unternehmen, das Gerät zusammenbauen und dann mal einschalten und eine Strommessung durchführen. Ich habe jetzt an diesem Multimeter hier auch das Netzteil wieder dran und bin hier im 20 Ampere Messbereich. Die Strombegrenzung ist derzeit auf 0 und wenn ich die hochdrehe, dann sieht man hier, dass der Strom jetzt eben fließt. Ich kann hier in dem Fall bis auf 1 Ampere den Strom einstellen und wenn ich jetzt die beiden
Geräte in Reihe schalte, dann müsste dieser Strom natürlich durch beide fließen. Und beide Geräte müssten dann diesen Strom anzeigen. Das mache ich jetzt einmal. Ich werde erstmal den Strom runterdrehen wieder. Und werde jetzt beide Geräte hier in Reihe schalten, indem ich also das Multimeter hier anschließe. Wenn man den Strom verfolgt, der kommt hier unten links an, geht durch das eine Multimeter, dann durch das andere und fließt hier wieder weg. So, jetzt drehe ich mal die Strombegrenzung hoch. Und wie man sieht, sieht man leider nichts. Also da scheint noch ein anderer Fehler vorzuliegen. Also ist jetzt so, dass leider kein Strom zu sehen ist. Ich kann hier nochmal an den Tasten gucken, ob da irgendwas locker ist. Das ist jetzt die Spannung, die er anzeigt, aber er zeigt hier definitiv keinen Strom an. Hier nochmal AC, DC sollte er natürlich auch nichts anzeigen. Aber Strom zeigt er hier nicht an, das Multimeter zeigt auch keinen Strom an. Also die Sicherung waren es jetzt in dem Fall nicht, aber nichtsdestotrotz will ich nochmal reingucken, auch das Service-Menü mir nochmal angucken, in welchem Bereich von der Schaltung her gesehen sozusagen der Strom gemessen wird und dann nochmal nachforschen, woran es liegt. Aus dem Netz habe ich mir jetzt mal das Service-Menü heruntergeladen und eine Seite davon ausgedruckt. Das ist hier die Seite 49, glaube ich, wo man sieht die Eingangsbuchsen hier mit High und Low gekennzeichnet. Hier. Und man sieht hier im oberen Bereich die drei Sicherungen, die ja auf der Leiterplatte waren. Diese Sicherungen gehen an einen Schalter, einen Umschalter für die Bereiche, Strommessbereiche. Und darunter sind jetzt praktisch diese niederohmigen Widerstände. Die fangen hier mit 0,1 Ohm an, gehen bis 1 Kilo Ohm. Und damit werden praktisch dann die Messbereiche festgelegt und die Strommessungen damit durchgeführt. Das heißt auch, dass die Sicherungen unmittelbar mit der Strommessung was zu tun haben. Jetzt ist ja die Frage, warum geht es trotzdem nicht? Ich habe denn nochmal nachgemessen und ja ein bisschen reingeguckt in die Platine mit den Sicherungen. Ich habe tatsächlich festgestellt, dass also von den drei Sicherungshaltern einer wirklich keinen Kontakt mehr hatte, nämlich den der so verdreckt war. Und ich habe jetzt einfach den Sicherungshalter ausgetauscht und von dem anderen Sicherungshalter, von dem hier, der jetzt etwas weiter unten dort ist, hier an der Stelle, da war mir auch so eine Nase abgebrochen, sodass da auch kein richtiger Kontakt mehr war. Ich werde jetzt Folgendes machen, ich werde jetzt wieder das Messgerät erstmal so halb zusammenbauen und gucken, ob es geht. Der Aufbau ist jetzt wie vorhin, das heißt, ich habe jetzt beide Geräte hier in Reihe geschaltet, beide gehen jetzt an das Netzteil, die Strombegrenzung ist auf 0, beide zeigen praktisch 0 an und wenn ich jetzt die Strombegrenzung hochdrehe, jetzt fließt also hier ein Strom 55 mA und tatsächlich, er zeigt das jetzt hier auch ziemlich genau an. Ich kann jetzt hier hochgehen bis 1 Ampere. Ich kann immer mal so zwischendurch mal Werte kontrollieren. 186 mA, 187 mA hier genauso. Plus, minus, ein Digit. Ist vollkommen okay. Jetzt haben wir hier 250, 252. Also das scheint jetzt erstmal gut zu sein, in Ordnung zu sein und ich werde jetzt einfach, ich drücke mal hier auf 1 Ampere, bis 1 Ampere kann er, also 1,03, 1,027, also ist eigentlich eine ganz gute Sache hier, ein ganz guter Vergleich, es scheint erstmal zu funktionieren. Ich werde jetzt hier die anderen Milliampere-Bereiche nicht testen, weil ich natürlich Angst habe, dass mal wieder eine Sicherung fliegt und ich habe im Moment keine mehr. Aber ich gehe davon aus, dass die auch in Ordnung sind. Ich gehe auch davon aus, dass der AC-Bereich in Ordnung ist, denn die Strommessung für AC ist eigentlich genau die gleiche, nur dass da noch Teile davor geschaltet sind. Also es sollte eigentlich auch gehen, sodass ich das erstmal jetzt so ansehe, dass das Gerät erstmal wieder funktioniert. Ich habe mal was vergessen und zwar wollte ich noch mal zeigen, auf der Rückseite des Geräts ist ja hier eine Konstantstromquelle, Current Source, 10 mA. Ich mache jetzt mal Folgendes, um die zu testen. Den Multimeter, setze den in den Milliampere-Bereich. Ja, und dann schalte ich das Gerät mal ein. Also eingeschaltet ist es jetzt und ich teste jetzt praktisch, ob 10 mA fließen. Siehe da, 10 mA fließen, also auch diese Current Source, die Stromquelle hier, funktioniert. Ich kann jetzt noch Folgendes machen, ich kann auch eine
LED mal ranklemmen. Dadurch, dass ja nur 10 mA fließen, sollte die auch also angehen. Mal gucken. Ich muss das hier ein bisschen hochhalten. Moment. Hier leuchtet sie noch nicht. Verkehrt rum wahrscheinlich. Und siehe da, die leuchtet oder leuchtet, wird mit 10 mA betrieben. Zu guter Letzt noch mal ein paar Worte hier zu dem generellen Aufbau von diesem Gerät. Wie gesagt, es ist sehr alt, 80er Jahre. Es ist wirklich ein Augenschmaus. Also wenn man hier so reinguckt, wie hier die Platinen gestaltet sind, wie hier die Kabel miteinander verbunden sind per Hand. Es sind auch sehr, sehr viele Potis drauf. Also hier sind jetzt nur 4 zu sehen, hier oben im Moment. Es sind noch weitaus mehr. Hier unten sind noch welche. Dort ist noch einer, da sind auch noch keramische Trimmer. Hier auch nochmal Präzisionswiderstände vor der Schaltereinheit praktisch. Dann natürlich den Netztrafo hier mit 2 Sicherungen. Dessen Sinn ich im Moment nicht ganz verstehe, aber gut. Hier noch ein Leistungstransistor. Eventuell ist es ein Spannungsregler oder sowas. Ja, und dann auf der anderen Platine der Digitalteil, auch mit vielen Trimmern noch, mit Sieb-Elkos hier und 74er ICs. Also der Stromverbrauch ist hier für die Dinger auch relativ hoch. Und dann natürlich der Anzeigeteil vorne. Also hier werden praktisch keine Steckverbinder benutzt in dem Gerät, was heutzutage eigentlich gang und gäbe ist. Sondern hier wurde wirklich alles manuell hier mit diesen Kabelbindern zusammengeführt. Und das Problem ist bei dieser Sache natürlich, man kriegt das Gerät so an sich nicht weiter auseinander. Also wenn man jetzt die Platine separat haben will, um irgendwas danach zu prüfen, geht das gar nicht, weil es ist hier alles miteinander verknotet und verbunden. Das ist leider sehr schade, aber es ja, war damals so in der Zeit. Das Gerät muss damals sehr viel Geld gekostet haben, denke ich. Einschätzung kann ich jetzt nicht machen, aber es ist wirklich sehr, sehr hochwertig gebaut für die damalige Zeit. Und ja, es macht immer wieder Spaß, ein Gerät zu finden, in dem Fall über eBay. Und ja, ich hoffe, das hat ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzugucken. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.